Nun, geboren bin ich 1935 in Berlin im August-Victoria-Krankenhaus, einem Krankenhaus, in dem ich auch später lange gearbeitet habe. Meine Mutter war dort Krankenschwester. Ich bin dann durch die Kriegswirren in den verschiedensten Teilen Deutschlands aufgewachsen. Mein Vater war bei der Kinderlandverschickung und wurde immer überall hin versetzt und wir sind dann immer mitgezogen. Da habe ich so den ganzen Osten Deutschlands kennengelernt. Beim Zusammenbruch sind wir dann von Schlesien in die Tschechoslowakei geflohen, von da aus nach Bayern. Dort haben wir den Sieg der Amerikaner erlebt, die sehr fair und ordentlich waren. Und da mein Vater als einziger des ganzen Kollegiums nicht in der Partei war, übernahm er dann die Schulleitung und führte die Schule wieder zurück nach Berlin. Und da bin ich dann aufs Gymnasium gekommen und habe Abitur gemacht und dann anschließend Medizin studiert. Und meine Ausbildung oder Weiterbildung dann auch in Berlin begonnen. Lange Zeit wollte meine Mutter gerne, dass ich Medizin studiere und ich wollte aus unerfindlichen Gründen eigentlich nicht. Aber ich bin natürlich viel im Krankenhaus gewesen bei meiner Mutter, die also in der Aufnahmestation nachher war und so weiter. Und habe das Krankenhaus immer kennengelernt und offensichtlich bin ich auf diese Art und Weise hereingewachsen, sodass ich dann 3 Monate vor meinem Abitur eigentlich entschlossen war, ich studiere Medizin. Und das steht dann auch so in meinem Abizeugnis. Zum einen habe ich seit meiner frühesten Jugend ist mein Steckenpferd die Fotografie. Ich habe sehr, sehr viele Porträts von Kollegen im Laufe der Jahre gemacht. Und ich habe meine Doktorarbeit in Berlin gemacht und bei der mussten auch Röntgenaufnahmen von Tieren gemacht werden. Und da hatte ich den ersten Kontakt zu Professor Walter Frommhold im Augusta-Victoria-Krankenhaus, habe dort sehr viele Röntgenaufnahmen von diesen Tieren gemacht und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das Zweite, ich war dann in Itzehoe bei Professor Losen, einem Angiologen. Und der war damals so eine Art Pionier der Angiografie mit einer Technik, die sich heute kein Mensch mehr vorstellen kann. Und da habe ich das Angiografieren gelernt. Und ich muss gestehen, dass ich eigentlich viel lieber angiografiert als operiert habe dort auf der Chirurgie. Sodass ich dann also konsequenterweise, als ich wieder nach Berlin zurückging, sagte, also dann gehe ich doch erstmal in die Radiologie. Mit dem Ziel, ursprünglich noch hinterher den Facharzt für Innere zu machen, aber mein Mentor, Professor Frommhold, sagte damals schon, Herr Heilmann, machen Sie einen Facharzt. Das ist in unserer Zeit ganz wichtig, dass man sich auf eine Sache wirklich spezialisiert. Und da mir die Radiologie sehr viel Freude gemacht hat, habe ich das auch beherzigt. Da gab es dann noch ein entscheidendes Erlebnis. Ich hatte immer ein wenig Sorge, dass ich nur Bilder machen würde. Und als ich bei Herrn Professor Oeser an der FU im Westend-Krankenhaus begann ich in der Strahlentherapie und da wurden Patienten behandelt, Rezepte ausgestellt und alles. Und da sagte ich, aha, auch als Radiologe bist du Arzt. Und das war eigentlich mit einer der entscheidenden Gründe, warum ich in der Radiologie geblieben bin. Ich habe schon bei der Weiterbildung bei Herrn Oeser in Berlin mich sehr für Strahlentherapie und Nuklearmedizin interessiert. Es wurde dann die Oberarztstelle am Krankenhaus Berlin-Neukölln bei Herrn Dr. Westerkamp frei. Und da es für Strahlentherapie und Nuklearmedizin kaum Interessenten gab, wurde ich dort mit 31 Jahren der jüngste Oberarzt Berlins. Habe dann häufig die ganze Abteilung leiten müssen, da beide diagnostischen Oberärzte ausfielen. Und von dort holte mich Professor Frommhold, der inzwischen Ordinarius in Tübingen geworden war, nach Tübingen zur Leitung der dortigen therapeutischen Abteilung. Und das habe ich überwiegend dort gemacht. Ich habe auch längere Jahre die diagnostische Röntgenabteilung der medizinischen Klinik geleitet. Und mein weiterer Mentor war Professor Friedrich Gauwerki, der Vorsitzende des Normenausschusses, in dem ich damals mitarbeitete. Und als Gauwerki dann in den Ruhestand trat, da wollte er mich als seinen Nachfolger haben. Und dieses Institut hier in Hamburg ist natürlich kein Universitätsinstitut gewesen, aber es ist das älteste deutsche zentrale Röntgeninstitut und soweit ich weiß, das erste zentrale Röntgeninstitut überhaupt in Deutschland, das in dem damals ja noch vorwiegend fachgebundenes Röntgen, innere Chirurgie, Gynäkologie stattfand. Und dieses Institut ist ja weltberühmt, speziell durch seinen Gründer, Herrn Alois Schönberg, als auch seinen Nachfolger, Herrn Holthusen. Nach diesen beiden Herren sind unsere beiden Institute ja heute benannt.
Und ich möchte bei der Gelegenheit vielleicht kurz zitieren, was der berühmte Professor Albers Schönberg bei der Gründung dieses Instituts sagte im Jahr 1915, also und zwar bei der Einweihung des Neubaus. Die Aufgaben eines zentralen radiologischen Instituts, er sagte, erstens soll es den praktischen Anforderungen des Krankenhauses bezüglich der Diagnostik und Therapie völlig entsprechen. Zweitens, es soll weitergehenden Lehranforderungen gerecht werden, die in der Ausbildung von Röntgenassistenten, Röntgenvolontären, fremden Ärzten, Schwestern und technischem Personal bestehen. Und drittens, es soll ein Forschungsinstitut auf dem Gebiet der Gesamtröntgenologie sein. Und ich finde das Faszinierende daran, dass dieses Konzept für ein großes Röntgeninstitut, ob es nun in Einzeldisziplinen unterteilt ist oder nicht, heute genauso modern ist wie damals, als es Albers Schönberg im Jahr 1915 formuliert hat. Dieses Institut hat dann über die Jahre in diagnostischer, das wird mein Kollege und Freund Dr. Polenz sicher gleich erläutern, als auch in therapeutischer Hinsicht die Radiologie in Deutschland maßgeblich beeinflusst. Auf therapeutischem Sektor vorwiegend Professor Hermann Holthusen, der ein weltberühmter Mann war und der wesentliche grundlegende Erkenntnisse der Radiologie, der therapeutischen Radiologie gegründet hat. Sein Nachfolger war dann Professor Friedrich Gauwerki, der Gründer der Arbeitsgemeinschaft Strahlentherapie in der Deutschen Röntgengesellschaft. Und 1976 übernahm ich dann von Professor Gauwerki die Leitung des Therapeutischen Röntgeninstitutes, wie es damals noch hieß. Ja, hier gibt es eigentlich zwei Komplexe. Fangen wir mal mit dem Generellen an. Die Deutsche Röntgengesellschaft hat ja primär früher Diagnostik, Therapie und Nuklearmedizin vertreten. Und ich persönlich gehörte zu den Radiologen, die eigentlich auch dieses gerne so weiter gehabt hätten. Und zwar aus dem Grunde, weil ich der Meinung war, dass ein internationaler Ökonom recht hatte mit seinem Statement, der nämlich sagte, er verstehe das nicht. In der Wirtschaft würden sie immer stärker konzentrieren, um schlagkräftiger und durchsetzungsfähiger zu werden. Und in der Medizin würde er beobachten, dass eigentlich immer neue Kaninchenzüchtervereine gegründet würden, die immer kleiner wären und überhaupt keine Relevanz hätten. Das war der Grund, weshalb ich eigentlich gerne die Therapie im Rahmen der Röntgengesellschaft gesehen hätte und mich dafür auch sehr lange eingesetzt habe. Man muss allerdings kritischerweise zugestehen, dass im Rahmen der Röntgengesellschaft die Therapie nie die Eigenständigkeit und das Standing überhaupt bekam, das sie gebraucht hätte, um im Rahmen der Röntgengesellschaft wirklich sich den modernen Aufgaben widmen zu können. Und das führte dann dazu, dass die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie, die DEGRO, gegründet worden ist, die natürlich heute freundschaftlich mit der Deutschen Röntgengesellschaft verbunden ist. Ich bin in beiden Gesellschaften, mein Herz gehört beiden Gesellschaften. Und das ist auch so jetzt richtig gewesen, denn sonst hätte die deutsche Radioonkologie sich nicht so entwickeln können, wie sie das getan hat. Auf der Ebene unseres Instituts muss man ja sagen, wir sind Pioniere gewesen, als noch kein Mensch in Deutschland daran dachte. Da ist von Holthusen schon weit vorausschauend das diagnostische Strahleninstitut, dann, das wird Herr Polenz erläutern, von Herrn Dr. Feind geleitet und das Therapeutische Strahleninstitut von Herrn Gauwerki geleitet, gegründet worden. Und obwohl wir diese Spezialisierung viel, viel früher als die Röntgengesellschaft durchgeführt haben, können wir eigentlich beide immer wieder nur sagen, es wurde dann noch vom Therapeutischen Institut unter Gauwerki das Nuklearmedizinische Institut unter Dr. Petersen abgespaltet, dass wir alle drei, das Diagnostische Institut, das Therapeutische Institut und die Nuklearmedizin, uns immer als die Radiologen des Krankenhauses verstanden haben, auch gemeinsam als die Radiologen des Krankenhauses aufgetreten sind. Und das führte sogar so weit, dass die anderen Fachdisziplinen gar nicht so sehr glücklich waren, dass die Radiologie in St. Georg so stark war. Das hat sich aber eben außerordentlich bewährt und das hat nie irgendwelche Probleme gegeben. Im Gegenteil, wir haben unsere Assistenten ausgetauscht. Die Weiterbildung hat sich problemlos dadurch gestalten lassen, dass die diagnostischen Kollegen bei uns und die therapeutischen Kollegen in der Diagnostik arbeiten konnten.
und in der Nuklearmedizin arbeiten konnten. So haben, das war eigentlich unsere Idealvorstellung und die haben wir weitgehend verwirklicht. Und mir persönlich wäre es lieb gewesen, wenn es im Rahmen der Röntgengesellschaft ähnlich gelaufen wäre, aber das ist nun Geschichte. Ich habe mich wissenschaftlich natürlich mit verschiedenen Dingen beschäftigt. Eigentlich das große Schwerpunktthema meiner wissenschaftlichen Arbeit ist das Bronchuskarzinom gewesen, wo wir in unserem Institut unter maßgeblicher Mitarbeit des leitenden Oberarztes Dr. Bühnemann seit Jahren Daten gesammelt haben im Computer, die mit meinem Mitarbeiter Würschmidt, der dann in München war und jetzt wieder in Hamburg ist, dann auch publiziert wurden. Und das ist eigentlich insofern relativ einwandig. Wir haben an Hunderten von Fällen Verläufe bis zu 8 Jahren. Und das ist ja etwas, was man in Publikationen sehr selten findet. Und wir konnten aufgrund dieser nach einem ganz bestimmten Schema all die Jahre durchgeführten Therapie doch relativ sicher sagen, in welchem Stadium welche Überlebensraten nach welcher Zeit tatsächlich möglich sind. Da gibt es nur sehr wenig vergleichbare Publikationen. Das war also auf wissenschaftlicher Sicht mein Hauptarbeitsgebiet. Das zweite Arbeitsgebiet waren die gynäkologischen Karzinome, denn das Krankenhaus, das St. Georger Krankenhaus zeichnete sich durch eine Besonderheit aus seit Zeiten von Albers Schönberg und Holthusen, nämlich dass die gynäkologische Strahlentherapie, also intrauterine Einlagen und alle operativen Maßnahmen, die damit zusammenhängen, von den Radiologen alleine gemacht wurden, was die Gynäkologen natürlich gar nicht gut gerne gesehen haben. Was aber den Riesenvorteil hatte, dass die gesamte Strahlentherapie aus einer Hand war. In anderen Instituten ist es häufig so gewesen, ich darf das mal etwas leger sagen, der Gynäkologe hat ohne viel Ahnung von der Radiologie da irgendwas an Radium reingesteckt und den Patienten dann zum Radiologen geschickt. Und der therapeutische Radiologe musste dann sehen, wie er den Unsinn wieder hingekriegt hat, indem er also da noch irgendwelche zusätzlichen externen Strahlentherapien gemacht hat. Und bei uns war eben der große Vorteil, wir haben ein primäres Konzept aufgestellt und das dann auch selber so durchgeführt. Und wir sind hier in Hamburg von den Gynäkologen auch sehr anerkannt gewesen. Die in der Weiterbildung bei uns tätigen Gynäkologen haben das immer anerkannt und haben in schwierigen Fällen, wenn wir ihnen angeboten haben, was zu machen, immer gesagt, macht ihr das mal, ihr habt da mehr Erfahrung mit als wir, was uns natürlich gefreut hat. Mein Mitarbeiter Würschmidt hat zum Beispiel erzählt, dass er dann in München, als er dort Oberarzt wurde, größtes Erstaunen ausgelöst hat bei den Gynäkologen, dass er gynäkologisch untersuchen konnte und diese ganzen Sachen konnte. Das war also völlig ungewöhnlich für einen Radiologen und er hat sich da also sehr schnell einen entsprechenden Ruf mit erwerben können. Das ist also zu der wissenschaftlichen Veröffentlichung. Dann zwei wichtige Dinge, die ich gemacht habe, sind einmal mit meinem befreundeten Kollegen Professor Luther Brady, der Direktor des Hahnemann-Instituts in Philadelphia, gebe ich seit 1985 den therapeutischen Teil der Reihe Medical Radiology heraus im Springer Verlag. Das ist als Nachfolge des Handbuchs der Radiologie gedacht gewesen. Der diagnostische Teil wurde damals von Martin Donner herausgegeben, wird heute von Herrn Professor Berth in Leuven und Herrn Professor Sator aus Heidelberg herausgegeben. Diese Reihe hat sich einen guten Ruf erarbeitet und es gibt sehr viele interessante Bände und es kommen immer wieder neue Bände heraus. Für den therapeutischen Teil haben wir in letzter Zeit Herrn Professor Molls aus München als dritten Herausgeber der therapeutischen Reihe gewinnen können, weil sowohl Herr Brady als auch ich demnächst nun aus Altersgründen dieses wahrscheinlich werden aufgeben müssen. Das Zweite, was ich für wichtig hielt, ich habe damals im Vorstand der Deutschen Röntgengesellschaft angeregt, eine Zusammenstellung aller Abteilungen und Praxen für Strahlentherapie in Deutschland herauszugeben. Das habe ich dann selber mit meinen Mitarbeitern gemacht. Und das hat also sehr großen Erfolg gehabt, sodass wir das dann alle 2 Jahre wiederholt haben. Das ist also 96, 98 und 2000 ist das letzte, 96, 98, dann 2000 ist das letzte herausgekommen. Das war auch das umfangreichste und hat den damaligen Stand der therapeutischen Radiologie in Deutschland sehr gut wiedergegeben mit
allen Daten, wie viele Geräte, wie viele Patienten, wie viele Mitarbeiter, wie viel Bestrahlung und so weiter. Und das ist von sowohl Behörden als auch unserer Fachgesellschaft, nachher beiden Fachgesellschaften, denn es wurde später nachher von der DEGRO herausgegeben, sehr geschätzt worden. Aus verschiedenen, im Grunde persönlichen Gründen, konnte diese Arbeit dann nicht mehr fortgeführt werden. Ich hatte gebeten, einen Nachfolger zu suchen, der das macht, aber das ist offensichtlich nicht gelungen, sodass dieses 2000 das letzte Mal herausgegeben worden ist, was sehr schade ist, weil man es eigentlich dauernd immer wieder braucht. Zwei Dinge. Erstens, die Radiologie, egal ob diagnostisch, therapeutisch, Nuklearmedizin, ist ein faszinierendes Fach und ist nach wie vor eines, in meinen Augen, der wichtigsten und Hauptfächer der Medizin. Jeder junge Assistent merkt das, wenn er irgendwo hinkommt und jetzt müssen wir erstmal röntgen. Ne? Es ist also, Strahlentherapie hat sich ja mit ihrer modernen Technik heute eine Stellung erobert, die viel stärker ist, als es unter dem Sponsoring der pharmazeutischen Industrie eigentlich in der Öffentlichkeit anerkannt wird. Das Zweite, was aber dazu gehört, und da weiß ich mich mit vielen meiner Kollegen, insbesondere auch mit Dr. Polenz, sehr einig, dass es ganz wichtig ist, dass man immer in erster Linie Arzt bleibt und nicht Techniker, sei es im diagnostischen oder therapeutischen Bereich. Arzt bleibt, man muss die Klinik kennen, man müsste also jedem jungen Radiologen eigentlich empfehlen, zunächst mal wenigstens 1-2 Jahre irgendwo in klinischen Abteilungen zu arbeiten, ehe er in die Radiologie geht. Das passiert heute häufig nicht. Wenn man das nicht tut, wenn man nicht ein ungefähres Feeling für die gesamte Medizin, die Allgemeinmedizin hat, dann ist man in unserem Fach nicht gut. Auf der anderen Seite ist eben der Riesenvorteil unseres Faches, und da will ich mal ausnahmsweise in das Gebiet meines Freundes Polenz rüber wechseln, das ich ja auch lange Jahre beherrscht habe, der diagnostische Radiologe sieht eben wirklich unabhängig von klinischen Dingen die Radiologie, während der fachgebundene Diagnostiker immer gerne seine klinischen Diagnosen in die Röntgenbilder herein sieht. Und da will ich ein kleines Beispiel anführen. Während meiner Zeit in Berlin im Westend-Krankenhaus hatte jemand einen Motorradunfall und hatte starke Nierenschmerzen und wurde in die Urologie eingeliefert. Die hatte damals ein fachgebundenes Röntgen. Die Urologen machten ein Urogramm, stellten fest, die Nieren sind in Ordnung und schickten ihn wieder nach Hause. Der Mann hatte aber so fürchterliche Schmerzen, dass er wieder ins Krankenhaus kam. Und daraufhin wurde er nun zu uns in die Radiologie geschickt. Wir brauchten gar keine neuen Aufnahmen zu machen. Wir haben nur einen Blick auf die alten Aufnahmen geworfen und gesehen, dass der Mann eine ausgeprägte Wirbelfraktur hatte. Das sieht natürlich ein Urologe nicht. Ich kritisiere ein wenig, dass viele therapeutische Radiologen die Technik zu sehr in den Vordergrund stellen. Und das ist natürlich menschlich, aber die heutigen Möglichkeiten der intensitätsmodulierten Radiotherapie und all dieser Dinge sind großartig und sind für bestimmte Dinge ausgezeichnet. Nur, wie das denn immer so ist, mein alter Chef Teddy Westerkamp in Berlin-Neukölln litt immer darunter, dass im Virchow-Krankenhaus ein Betatron stand, das 4 MeV mehr hatte als er. Und insofern ist es sozusagen, gehört es zum Image, dass man eben intensitätsmodulierte Radiotherapie und ich weiß nicht was alles macht, die aber eben nur in wirklich speziellen Dingen sinnvoll ist. Wenn man dieses aber eben prestigemäßig macht, wird es viel zu teuer und diskreditiert im Grunde genommen das ganze Fach damit. Und es passiert eben leider, das wäre mein Rat an die künftigen Generationen von Radiologen, wenden Sie sich wieder mehr der Klinik zu, wenden Sie sich wieder mehr dem Ärztlichen zu. Es ist die große Gefahr, dass sich die therapeutischen Radiologen auf die Technik kaprizieren und dabei vergessen, dass sie eigentlich in erster Linie Ärzte sind. Und ganz wichtig ist da die gesamte onkologische Forschung, ja leider von der sehr, sehr wichtigen und sehr guten, aber Chemotherapie praktisch dominiert wird, weil nur die Chemotherapie das Geld durch die pharmazeutische Industrie hat, liegt eigentlich die klinische Forschung der Strahlentherapie
immer noch weit zurück. Und da müsste meines Erachtens das Hauptaugenmerk künftiger Generationen therapeutischer Radiologen liegen, dass sie unter vollkommener Beherrschung der heutigen technischen Möglichkeiten und der sicher noch eintretenden weiteren Verbesserungen, die aber sicher nur marginal sein können, eben wirklich die Indikation und auch die Ergebnisse dieser Therapie besser und sicherer und auch für die Allgemeinheit und Öffentlichkeit erkennbarer herausarbeiten.